Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei Windows-Anwendungen. Im letzten Video haben wir gehört, wie so eine Windows-Anwendung aufgebaut ist, wie man die einfach mal erzeugt. Ja? Und heute wollen wir sie etwas mit Leben füllen. Dieses Leben heißt Steuerelemente. Also das letzte Mal haben wir einfach ein Fenster gemacht und heute wollen wir da drinnen Steuerelemente platzieren. Was sind Steuerelemente? Steuerelemente sind Elemente, mit denen man irgendwie interagieren kann, wenn es nicht bei alle Sinn macht, aber das sind einfach Elemente, die auf diesem Fenster platziert sind. Okay? Steuerelemente werden auf dem Fenster platziert und man kann verschiedene Sachen damit machen. Ja? Sind auf dem Fenster platziert. Und können bedient werden, schreibe ich. Und wie dem halt so ist in C-Sharp, ein Steuerelement ist ein Objekt. Okay? Also es gibt verschiedenste Steuerelemente, typische Steuerelemente. Typische Steuerelemente sind zum Beispiel Knöpfe. Kann man draufdrücken, ja, dann Checkbox, so Hackerl, wo du sitzen, Hackerl setzen kannst und nicht, ja, dann, was gibt es noch, Texteingabefeld, was haben wir noch, einfach ein normaler Text irgendwo anzeigen, ja, dann Gruppierboxen, Gruppierrahmen, so Sachen, die man also so Slider sind auch noch, Slider links, rechts, auf, für oben, geht schon und so weiter und so fort, zack, zack, zack. Ja, dann typische Steuerelemente. So, jedes Steuerelement hat einen Namen. Okay? Also Steuerelemente haben prinzipiell Eigenschaften. Ja? Steuerelemente haben Eigenschaften. Weil sie Objekte sind, Eigenschaften. Typische Eigenschaften, ja, typischerweise, alle haben zum Beispiel einen Namen. Alle Steuerelemente haben einen Namen. Das ist eigentlich der Name der Instanz der Klasse. Ja? Ja, das ist, also, es gibt ein Steuerelement, zum Beispiel Knopf 1, es gibt keinen zweiten Knopf 1, dann ist Knopf 2, okay, Knopf 3. Ja, irgendwie, ich muss ja wissen, welchen Knopf ich programmiere. Ja? Also alle Steuerelemente haben auf alle Fälle einen Namen und der ist einzigartig. Okay? Welcher einzigartig ist? Der einzige hat ist, das ist die Referenz. Also über diesen Namen kann ich das Steuerelement referenzieren, kann ich es identifizieren, kann sagen, du bist das, du, ja. Button 1, Dimmer. Okay. Das ist ein Steuerelement. Ja. Und dann weitere Eigenschaften. Je nach Element. Weitere Eigenschaften je nach Element. Zum Beispiel, ein Knopf hat einen Stil. Ja. Wie schaut der Knopf aus? Soll der flach sein? Soll der so ausschauen, wie wenn er rausstehen würde? Welche Schriftart hat der Knopf? Sowas zum Beispiel. Ja. Oder zum Beispiel, wie soll der Cursor aussehen, wenn er drüber geht? Ja. Was soll draufstehen auf den Knopf? Ja, also da steht normalerweise nicht der Name Knopf 1, sondern da steht vielleicht okay oder abbrechen.
oder so der Text und der Name können unterschiedlich sein. Also das sind alles Eigenschaften von diesen Steuerelementen. Okay? So, jetzt kann ein Steuerelement, eine Eigenschaft ist zum Beispiel auch die Position, wo sie ist. Ja? Zum Beispiel Position im Fenster. Aussehen. Textinhalt. Und so weiter und so fort. Ja, das sind die Eigenschaften. So, jetzt habe ich so ein Steuerelement, das knalle in das Fenster hinein, sage, wie es ausschauen soll, gebe einen Namen, fertig. Ja, jetzt ist da. Und was passiert, wenn ich mit diesem Steuerelement interagiere? Gar nichts. Ja, weil wir haben noch nichts programmiert. Das ist nämlich das, was wir programmieren. Ja. Und es ist nämlich so, wenn ich auf einen Knopf drücke, dann drücke ich nicht auf den Knopf, sondern erzeuge ein Ereignis. Das ist ein Ereignis, ist das ein Event. Ja. Wenn ich wohin drücke, ist es ein Event. Ist aber nicht nur bei mir so, sondern ist bei allen so. Ja. Das ist nämlich, sind nämlich die Sachen, die auch Steuerelemente haben. Steuerelemente können Empfänger von Events sein. Ja. Es gibt, der ist vielleicht etwas zu dick, dieser Stift, es gibt Ereignisse, die dem Steuerelement geschickt werden, und zwar vom System. Das Ereignis. Ja. Zum Beispiel Klick ist ein Ereignis. Ja. Das sagt, hey, Steuerelement, du bist gerade angeklickt worden. Du bist angeklickt worden, Steuerelement. Du hast ein Klickereignis erhalten. Ja. Klick ist ein solches Ereignis. Ja. Das ist mit dem Steuerelement mitgeteilt, dass es angeklickt wurde. Ja. Oder zum Beispiel Fokus ist auch sowas. Das Steuerelement hat den Fokus bekommen. Was ist der Fokus? Schon mal aufgefallen? Mit Tab kann man so immer durchgehen. Da wird ein spezielles Steuerelement, ein Knopf oder so, kriegt so einen Rahmen und wird irgendwie optisch hervorgehoben. Der hat den Fokus. Weil wenn ich Enter drücke, weil ich das nicht mit der Tastatur bedienen, also mit der Maus bedienen will, sondern mit der Tastatur, kann ich Enter drücken und dann bin ich genau dort, wo das bei dem Steuerelement, das gerade den Fokus hat, da wie wenn ich draufklicken würde. Das ist Fokus. Ja? Kann man zum Beispiel sagen, okay, wenn ich einen Fokus kriege, dann wird ich gleich rot. Ja, zum Beispiel. Ja. Diese Ereignisse müssen wir als Methoden programmieren. Ja. Die Ereignisse oder auch Events genannt, ja, werden als Methoden des Steuerelements programmiert. Ja, da haben wir Eigenschaften des Objekts Steuerelement und da haben wir Ereignisse, das sind die Methoden. Ja, also wir müssen praktisch eine Methode definieren, Klick, zum Beispiel vom Knopf, was nicht schlecht, wann was passiert, wenn man drauf drückt. Ja, also werden wir in das Ereignis Klick, in die Methode Klick, ja, die aufgerufen wird, wenn das gedrückt wird, der Knopf, werden wir irgendwas einprogrammieren. Ja.
setze Text von dort dorthin oder so etwas. Das sind also Steuerelemente. Mit solchen Steuerelementen wecken wir unser Form zum Leben. Und wenn wir dann viele so Steuerelemente haben, ja, und wir programmieren praktisch, was passieren soll, wenn ein gewisses Ereignis auf dem Steuerelement eintritt, ja, dann macht es hoffentlich in Summe dann einen Sinn, was da passiert. Das werden wir uns im nächsten Video mal ansehen. Im nächsten Video werden wir mal in unserer Form, was wir da ja vorigen Video erzeugt haben, werden wir einfach mal einen Knopf reinsetzen, vielleicht ein Textfeld oder so irgendwas. Und wenn wir einen Knopf drücken, soll mit dem Text da drin was passieren. Das ist was ganz Einfaches, werden wir mal machen. Dass wir das sehen, wie das funktioniert. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.